Hallo ihr Lieben, Namaste. Ich begrüße euch heute zu meinem neuen Video an einem wundervollen magischen Plätzchen für alle, die in einer Seelenpartnerschaft, Dualseelen, Herzmensch-Verbindung sich befinden. Auf ihrem ureigenen Weg sind und ihrem Herzen folgen. Ich habe wieder mal ein wundervolles Plätzchen ausgesucht für das heutige Video. Und im heutigen Video möchte ich ein bisschen über die kollektiven Energien für uns Frauen, also alle, die in der göttlich-weiblichen Energie sind. Es können auch Männer sein, die eben in dieser weiblichen Energie mehr sich befinden. Und ja, also ich nehme schon seit Ende letzter Woche sehr starke Transformationsenergien war, die uns nochmal sehr stark gerade durchschleudern, so möchte ich es benennen, die uns gerade nochmal sehr stark berühren, jeden Einzelnen von uns in der eigenen Transformation und Heilung, also egal wo wer auf seinem Weg steht, was da schon an Themen in die Heilung und Transformation gegangen sind, zeigen sich gerade nochmal sehr, sehr starke Energien und diese Energien gerade, die bringen uns auch nochmal große Erkenntnisse über uns selbst, große Erkenntnisse, Bewusstwerdung und bringen uns auch nochmal ganz tiefen Themen in uns in Berührung, bei uns Frauen, also da geht es gerade noch mal sehr stark um den eigenen Selbstwert, also das Erkennen und das Fühlen, wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist, das Geschenk, das du selbst bist, das ist gerade ein starkes Thema, wo ich wahrnehme, und auch um Abgrenzung, also dass gerade bewusst wird, wo wir gesunde Grenzen setzen dürfen, sei es jetzt in der Familie, sei es zu Freunden, sei es im Beruflichen, sei es zum Seelenpartner, also dass da gerade Grenzen gesetzt werden dürfen. Der eine hat es vielleicht schon, der andere ist gerade dabei und der andere tut es vielleicht die nächste Zeit. Also das ist ja immer sehr, Zeit ist relativ. Weiblichkeitsthemen zeigen sich gerade, also die Rückverbindung unserer Weiblichkeit, wer wir überhaupt sind als Frau,
Also das natürliche Frausein, das Zurückverbinden mit der Energie in uns Frauen, zur Mutter Erde. Ja, wer sind wir als Frauen in unserer natürlichen Weiblichkeit? Das ist auch ein Thema, das ich sehr stark wahrnehme. Und da hängt auch dran, in die eigene Kraft zu kommen. Also wenn die Frau sich zurückverbindet oder immer stärker mit ihrer eigenen Weiblichkeit in Berührung kommt, dann ist das ein sehr kraftvoller und machtvoller Prozess. Und da geht es auch sehr in die Tiefen, also alles auch nochmal, was im Wurzelchakra ist. Das Wissen, das Wesen, die Weisheit, ja, alles, was da gespeichert ist. Und das ist ein sehr kraftvolles und machtvolles Geschehen, Prozess, was da bei den Frauen gerade im Kollektiven auch geschieht. Also auch nehme ich wahr, dass die Frauen, wenn ich jetzt auf unserem Herzmenschen schaue, dass sich da wie was dreht. Also da kommt auch wie eine Kraft in der Frau, die sie auch erkennen lässt, dass sie ganz ist in sich ganz, dass es da nichts benötigt, das Ganzwerden in diesem Prozess und die Hingabe, also die Hingabe an sich selbst und energetisch geschieht da was ganz Neues. Also wenn wir diese Energie nachher bei uns, für uns, in uns transformieren, wenn die in uns geheilt wird, rund ganz, ja, dass da auch, da fällt wie ein großer Pflock weg, also da fällt was ab, weil es nichts mehr von da benötigt, es ist in der Frau selbst. Und es ist total schön. Also das sind die Energien, die ich gerade am stärksten wahrnehme. Und es ist eine total schöne Bewusstwerdung, Transformation und Heilung im göttlich-weiblichen. Starke Energien gerade, Vollmondenergie auch diese Woche. Nutzt die Energien für eure Transformation, also die Energien, die ja gerade zur Verfügung stehen. Nutzt die für eure Transformation, Bewusstwerdung und Heilung. So möchte ich es euch ins Herz legen. Ja, vertraut eurer Intuition, eurer inneren Führung. Vertraut dem Göttlichen. Geht weiter, es geht Schicht um Schicht noch tiefer, noch tiefer und noch tiefer.
Und es ist ganz viel Magie gerade bei uns Frauen. Es ist ein magischer Prozess. Die Magie der Frau. Und wundervoll. Ja, also ihr könnt da unten ein bisschen lesen, warum ich was mache, wer ich bin. Ich biete Seminare an. Ihr könnt da unter meinem Video lesen. Jetzt im Meisen-Seminar sind noch wenige Plätze frei. Und noch zum Thema Weiblichkeit werde ich Seminare anbieten, verschiedenen Standorten. Sehr kraftvoll und machtvoll in der Natur. Also die, wo mich kennen, die wissen, ich bin eine Waldeule, ich bin in der Natur unterwegs und nütze die Kraft und Magie von Mutter Erde, ja, um in eure Kraft, eure Freiheit und Schönheit mit euch zurück zu verbinden. Und ihr dürft natürlich meinen Kanal abonnieren, ihr dürft mir ein Like geben, ihr dürft mir einen Kommentar schreiben. Ich selbst bin seit 2016 mit meinem Herzmann in einer Verbindung, Prozess. Und ja, mega dankbar. Sonst würde ich nicht so hier sitzen. Wer hätte das gedacht vor, ich glaube jetzt dann 5 Jahren, ja, genau 5 Jahren, wer hätte das gedacht? Es ist einfach magisch. Ja, und jetzt sage ich tschüss, tschüss, ihr Lieben. Ich werde gleich noch schauen, kollektiv männlich, was sich da zeigt. Und bin schon gespannt. Und verabschiede mich jetzt von euch. Sag Namaste aus dem wundervollen Appenzell. Ciao, ciao. Andrea Maher mit Muffin Freddy. Bye, ihr Lieben.